Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier im Gefängnis mit Baloo und mit Bella. Hallo, ihr beiden. Und beim letzten Mal, Katja, haben wir den Boss vom B-Zellenblock näher eingefangen, aber er wurde befreit von einem Verfolger. Der ist richtig, richtig, richtig doll gruselig und er hat ein Geheimversteck hinterm Aquarium. Was ist denn da los? Das war richtig doll mies und fies und wir konnten dadurch nicht unsere Aufgabe von der Wache erfüllen. Oh, stimmt. Also irgendwie, ich weiß nicht ganz, warum er naja, dem Boss geholfen hat. Aber wir müssen ihn auf jeden Fall ja ein bisschen im Auge behalten. Ja, ja, ja. Und was der sonst vielleicht noch hier so macht. Das stimmt. Wir könnten Carter uns in seine geheime Base reinschleichen und dort alles richtig, richtig gut inspizieren. Wir müssen natürlich aufpassen, dass der Verfolger und der Gefängnisboss dort nicht mehr sind. Bitte schön, Carter. Dankeschön. Oh, ich bin sehr, sehr doll gespannt. Wir müssen super, super, super doll gut aufpassen. Dann geht's auf jeden Fall hier zum Gefängnishof insgesamt. Vielen Willkommen. Dank. Und hier vorne hinter dem Aquarium befindet sich der Geheimraum. Okay, Kater, wir müssen jetzt sehr, sehr gut aufpassen, dass die beiden nicht mehr im Geheimraum drin sind und uns dort auf keinen Fall entdecken. Ich glaube, die sind wirklich richtig doll böse. Okay, dann geht's hier nach unten. Okay, wir müssen jetzt richtig, richtig doll leise sein, Katja. Es geht hier nach unten und... Ja? Ich sehe hier auf jeden Fall schon mal keinen. Wir haben ja auf jeden Fall Sicherheitslaser. Hier wohnt der Verfolger. Aber ich sehe hier niemanden. Nein, nein, nein. Ich sehe aber eine Kamera. Oh, oh. Oh, oh. Das ist absolut nicht gut. Sehen, stimmt. Epic. Ja, ja. Moment mal. Die Kamera. Oh, die schaut jetzt zu uns. Moment, Katja. Wir können gleich reinlaufen. Die Kamera dreht sich gleich wieder. Bitte drehen, bitte drehen. Und... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, sie dreht sich. Oh, wir haben eine Kiste. Oh, wir haben eine Notiz. Katja, pass auf, die Kamera dreht sich gleich wieder. Das war sehr knapp. Okay, eine Notiz haben wir hier. Ansonsten befindet sich, glaube ich, nichts mehr hier in der geheimen Base vom Verfolger. Nee, 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 nee. Okay, was steht hier drin in der geheimen Notiz? Moment mal. Das ist ein Plan, Katja, vom Verfolger. Epic und Katja beobachten, beide entführen, beide verkaufen. Was? Hey, was soll das denn? Hey. Das ist ja richtig doch mies und fies vom Verfolger. Oh Gott, ja, wir müssen richtig gut aufpassen, dass der uns auf keinen Fall hier entdeckt. Oh, oh, er will uns einfach entführen und verkaufen. Oha. Das ist so fies. Das ist halt mega fies. Wir müssen die Augen offen halten, Katja, dass wir hier nirgendwo den Verfolger sehen. Oh nein, er beobachtet uns und will uns da einfach entführen und verkaufen. Oh, oh. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir können jetzt allererstes in die Kantine gehen. Dort auf jeden Fall ein bisschen was essen. Baloo und Bella ein bisschen was zu essen geben. Und dann können wir zur Rezeption gehen und nachfragen, ob wir vielleicht eine Zelle bekommen. Vielleicht ist eine Zelle frei geworden. Dann geht es hier auf jeden Fall ab zum Essen insgesamt. Ich hole hier, ich glaube, 3 Äpfelchen für mich. Kartoffelchen. Oh, sehr gut. Dann hole ich natürlich 2 Fischli für Bella. Nein, und 2 Chicken. Sehr gut. Okay. Oh, was, Bella, guck mal. 2 Fischli ist für dich. Guten Appetit, Bella. Und Baloo. Hallo. 2 Chicken für dich. Bitteschön. Sehr gut. Okay. Dann können wir uns hier hinsetzen insgesamt. Guten Appetit, Katja. Guten. Und lecker Äpfelchen. Oh, mehr sehr lecker. Noch ein Äpfelchen. Ich bin satt. Mehr essen. Du kriegst mein Apfelloch. Bitteschön. Ja, ich bin jetzt aber auch satt. Sehr aber gut. Aber wir behalten natürlich den Rest. Wir können das ganze Essen, was wir nicht essen, mitnehmen und bei uns verstecken. Das ist sehr gut. Und Moment mal, Katja. Die Wache. Oh, oh. Hallo. Wie ich sehe, konntet ihr den B-Zellenblock-Boss nicht entführen. Nee. Nee, das haben wir nicht geschafft. Ich gebe euch eine letzte Chance. Klaut im Tresor alles, was ihr finden könnt. Ihr habt 24 Stunden Zeit. Was soll das denn? Das ist unsere letzte Chance. Wir sollen alles im Tresor klauen, was wir finden. Was heißt das? Das ist der Tresor oben bei Nautus und Fuxi. Oh nein, ich arme, will da gar nichts klauen. Das ist ja richtig mies und fies. Und ich bin mir vor allen Dingen nicht ganz sicher, wie wir dort ja alles klauen sollen. Aber Kater, ich habe eine Idee. Okay, die miese, fiese Wache möchte auf jeden Fall, dass wir alles aus dem Tresor von Nautus und Fuxi klauen. Aber das machen wir nicht. Wir können der Wache erzählen, nicht? Dass wir es gemacht haben und der Wache eine Falle stellen. Das ist gut. Vielleicht können wir sagen, wir haben irgendwas und können ihnen dann auch einen Fake-Diamant zeigen, so kurz in der Hand. Stimmt. Und dann kommt er mit. Wir zeigen ihm, sag ich mal, die Beute und dann sperren wir ihn ein. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Okay, da können wir auf jeden Fall bei unserer Baumplantage eine kleine Falle für die Wache bauen und sie dann dorthin locken und dort, naja, einsperren. Das ist sehr gut. Okay, okay, dann geht's ab zur Baumplantage. Und Katja, wir könnten hier vielleicht uns nach unten buddeln mit ein paar Falltüren und sobald die miese, fiese Wache hier drüber läuft, die Falltüren auslösen, dass die Wache nach unten durchblumst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ja, schau mal. Ja, eigentlich schon. Wir könnten
vielleicht das so breit machen. Zeigt er seinen Zack. Und hier können wir uns dann nach unten durchbuddeln. Das ist sehr gut. Okay, okay. Das muss auf jeden Fall tief genug sein, dass die Wache hier nicht mehr rauskommt. Dann hole ich auf jeden Fall ein bisschen Holz, mache ein paar Trapdoors. Die können wir dann drüber platzieren. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Hebel mit ein bisschen Redstone, um die Trapdoors dann auszulösen. Und den Fake Diamant. Natürlich, stimmt. Und dann brauchen wir natürlich noch den Fake Diamant, um die Wache näher hier hinzulocken. Oh. Das ist sehr gut. Dann geht's ab zur Wache insgesamt. Hallöchen. Wir sind in den Tresor eingebrochen bei Fuchsi und Nautus und haben hier ganz viele Diamanten. Schau ganz mal. Viele Schau. Das ist so gut. Wow, das ist ja toll. Ich komme mit zu noch mehr Diamanten. Yeah, yeah. Ja, klar, bitte mitkommen. Dann bitte mitkommen, Wache. Es geht hier zur Kiste. Da haben wir ganz, ganz, ganz viele Diamanten mitkommen. Drin. Das ist sehr gut. Und ich habe die Falle ausgelöst. Die Wache ist runtergeplumpst. Oh, schnell zu machen, schnell zu machen. Oh, zu. Oh, sehr gut. Wir haben die Wache eingetütet. Kalter Moment mal. Hallo, das ist die Wache. Die ist richtig und sauer. Die macht die Falltür hier auf und zu. Was ist das denn? Hey, warte. Oh, Kalter, ich bin mit der Wache hier drin. Nein, 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 nein. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Ich baue mich raus. Nein, 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 nein. Die Wache will auch mit raus. Oh, ich hab mich rausgebaut. Ich baue zu, ich baue zu, ich baue zu. Das war ja richtig knapp. Was ist denn da los? Ich bin mit runtergeplumpst. Zack und zack. Okay, ich habe alles zugebaut, Katscha. Moment mal. Die Wache baut das Holz ab. Hat sie noch Holz? Tatsächlich. Die will sich hier rausbauen. Nein, 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 nein. Das ist ja absolut nicht gut. Die baut hier ganz frech einfach das Holz ab. Was ist denn da los? Oh, ich glaube, vielleicht solltest du Stein drüber machen oder sowas. Das ist eine gute Idee. Ich habe gar keinen Stein. Ich habe nicht meine Spitzhacke. Oh, nein, 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 nein. Oh, das ist die Wache, das ist die Wache. Ich baue hier auch zu, ich baue hier auch zu. Ich gehe ganz kurz in den Gefängnis-Shop und kaufe dort richtig, richtig viel Stein, damit die miese, fiese Wache hier ja, sehr, sehr doll sicher näher eingebaut ist. 64 Steine habe ich. Und oh, was ist denn da los? Der Verfolger ist hier. Was macht der Verfolger denn? Hallo, ich sehe euch. Oh, Katja, das ist ja absolut nicht gut. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Der Verfolger stand einfach ich glaub, da der hat dem das Shop. Doch gegen uns. Der ist ja richtig mies und fies, Kater. Der hat uns immer im Blick. Was ist denn da los? Okay, wir müssen jetzt schnellstmöglich zur Wache. Die sehr, sehr gut hier mit den Steinen einbauen, dass die auf keinen Fall ausbrechen kann. Das ist ja, ja richtig doll gruselig mit dem Verfolger. Was ist denn da los? Oh, schnell zubauen, schnell zubauen, schnell zubauen. Okay, jetzt kann er, glaube ich, wirklich nicht mehr raus. Nein, ja. Auf keinen Fall. Oh, und wir müssen nicht klauen. Das hat richtig gut geklappt, Kater. Wir haben die miese, fiese Wache hier einfach in der Falle eingetütet. Das ist sehr gut. Dadurch müssen wir natürlich nicht bei dem armen Fuchsi und bei dem armen Nautus mehr im Tresor was klauen, weil die sind richtig, richtig doll lieb. Und ja, eben. Gleichzeitig kann die Wache uns nicht an die anderen Wachen verraten, weil wir ja keine Zelle haben und hier wir übernachten insgesamt. Das klappt richtig, richtig doll gut. Und Katscha, vielleicht können wir an der Rezeption nachfragen, ob wir eine Zelle bekommen. Vielleicht ist eine Zelle frei geworden. Ja, lass nachfragen. Oh, ja. Oh, dann bekommen wir wieder ein eigenes Zuhause, richtig. Das wäre toll. Dann geht's hier zur Rezeption. Hallöchen. Hallo. Ist vielleicht hier im Gefängnis eine Zelle frei geworden? Oh, ihr habt Glück. Es ist gerade eine Zelle frei geworden. Echt? Ihr kommt in den B-Zellenblock. Etage 2, links hinten. Viel Spaß. Oh, die kommen cool. In den B-Zellenblock, Kater. Das ist nicht so gut insgesamt. Aber wir haben eine Zelle. Das ist trotzdem gut. Egal, das wo wir stimmt. Wohnen. Ja, ja. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Zelle. Das ist sehr nice. Das bedeutet, Kater, es geht ab in den B-Zellenblock, in die zweite Etage. Und Epic, vielleicht sehen uns ja die aus dem B-Zellenblock dann als ihre Freunde an. Ich bin mir nicht ganz sicher, Katja. Der Boss ist bestimmt nicht so froh, dass wir ihn versucht haben, naja, einzufangen. Das stimmt. Wir müssen sehr, sehr gut vor dem B-Zellenblock-Boss aufpassen. Wenn der uns dort entdeckt, wird der richtig, richtig, richtig doll sauer auf uns sein. Und ich glaube auch tatsächlich, Katja, dass die anderen B-Zellenblock-Insassen auch richtig doll böse auf uns sind. Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal kein Gefängnis-Boss. Vielleicht ist Nein. er wieder oben in seiner goldenen Zelle. Okay, es geht erstmal ab auf die zweite Etage. Hier nach oben, dann nach links und dann hier nach hinten. Ganz da vorne, Katja, ist unsere Zelle. Oh, wie mein cool. Gott, genau gegenüber vom Boss. Oh, stimmt. Da oben ist der Gefängnisboss. Das ist ja absolut nicht gut. Und das hier ist unsere Zelle. Was ist denn hier los? Wir haben nur ein Bett und oh, ich alle mal. Sehr gut. Dankeschön, Katja. Und schau mal, Katja, ich glaube, ein paar Zellennachbarn hier aus dem B-Zellenblock wollen uns begrüßen. Wie cool. Hey, oh, na? Hallöchen. Wie oh. geht's euch? Könnt ihr bitte in einen anderen Zellenblock gehen? Ihr seid hier nicht erwünscht. Hey, aber was soll das denn? Wir können nichts dafür, dass wir hier wohnen müssen. Es ist keine andere Zelle frei nirgendwo. Das ist ja richtig bei mir so ein Fies. Und guck mal, Katja, hier ist unser direkter Nachbar. Hallöchen. Oh, ich mag meine Nachbarn nicht. Hey, was soll das denn?
Sie kennen uns doch alle gar nicht. Oh nein, die sind richtig, richtig böse und... Oh, wow, was machen die denn hier? Hey, was soll das denn? Warum sind die denn so fies? Gott, ja, ich glaube, wir sind hier absolut nicht erwünscht. Epic? Moment mal, hast du das gehört? Kascha, was ist denn hier los? Der Verfolger, das ist bei uns in der Zelle. Was soll das denn? Oh, oh, und er geht weg. Er rennt, Epic. Oh, Moment mal, was ist denn meine da los? Beine sind weg. Tatsächlich, der Verfolger hat uns einfach unsere Beine geklaut. Wir haben beide keine Beine, was ist denn da los? Was ist das denn? Das ist ja richtig doll mies und fies vom Verfolger. Hey! Moment mal, Kater, denkst du, der Verfolger hat die Beine zu sich in seine Base gebracht? Das ist richtig, richtig doll mies und fies. Ich bin auch voll langsam. Das stimmt, ich bin auch richtig doll langsam. Okay, Moment mal, Kater. Wir müssen uns die Beine wieder schnappen. Das stimmt. Wir müssen schnellstmöglich unsere Beine wiederfinden. Was ist das denn? Okay, wir können jetzt allererstes Mal beim Verfolger in seiner Base vorbeischauen. Vielleicht hat er uns zu Beine ja dort versteckt. Ja, kann sein. Dann geht's hier entlang, Kater, zum Geheimversteck vom Verfolger. Wir müssen natürlich sehr, sehr gut aufpassen, dass der Verfolger hier nicht in seiner Base drin ist. Es regnet, was soll das denn? Okay, hier vorne ist irgendwo, ja, hier ist der geheime Eingang. Okay, da können wir hier auf jeden Fall runterschauen. Hier sehe ich doch nichts. Okay, ich kletter mal nach unten, Kater. Ja. Ab nach unten, ab nach unten. Und der Verfolger ist auf jeden Fall nicht da. Nee, sind nee. Da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal. Okay, schauen wir hier in die Kiste. Ja. Was haben wir denn hier? Moment mal, zum einen Katas Beine und Epics Beine. Wie cool ist das denn? Und wir haben zusätzlich noch ein weiteres Buch. Der Plan, Epic und Katas Beine klauen, um sie einzuschüchtern. So, so fies. Das ist richtig mies und fies. Okay, warte mal, Kater. Ich gebe dir deine Beine wieder. Bitteschön. Dankeschön. Oh, sehr gut, Kater. Und Moment mal, ich habe meine Beine auch. Und zack. Und es hat geklappt, Kater. Deine die Beine. Habe ich wieder angezogen. Sehr schnell gut. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Ja, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das war wirklich richtig, richtig, richtig mies und fies vom Verfolger. Was ist da denn los? Das ist echt so fies gewesen. Ja. Vor allen Dingen, oh nein, der wird uns doch bestimmt weiter verfolgen. Das stimmt, der ist richtig, richtig, richtig doll böse. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss.